Ich möchte Ihnen heute was über Zauberwörter erklären. Zaubersprüche. Kennen Sie alle? Ein Zauberer, der sagt irgendwie sowas, Abracadabra, und auf einmal passiert irgendwie was. Da denkt man, das passiert nur in Märchen, das passiert nur in Harry Potter-Filmen, das passiert in irgendwelchen Fantasiegeschichten. Aber was hat das mit der Informatik zu tun? Das ist die spannende Frage. Und das hat ziemlich viel mit der Informatik zu tun. Denn Sie haben alle schon Zauberworte gehört, wie zum Beispiel Big Data. Wer hat schon mal Big Data gehört? Ja, so einige. Ich muss ein bisschen runterdrehen tun. Hier gibt es ein Feedback. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ah, da ist ein Master. Master. Das ist ein Master. So ist besser. Super. Big Data. Okay, wer hat schon mal KI gehört? Eigentlich fast alle. Machine Learning oder ML abgekürzt. Auch wieder fast alle. Data Science. Ah, es wird ein bisschen weniger. Ja, wenn jetzt heutzutage Menschen diese Begriffe in den Mund nehmen, da weiß man manchmal gar nicht, was gemeint ist. Also es kommt mir so manchmal vor wie so eine Szene aus der Bibel, der Turmbau zu Babel. Haben die gleiche Sprache gesprochen oder verschiedene? Irgendwie reden die aneinander vorbei. Der eine sagt Big Data, der andere sagt KI. Was ist eigentlich gemeint? Und heute ist halt auch das Phänomen, dass heute wirklich jeder das Wort KI in die Hand nimmt. Das ist ein Riesenproblem. Also jeder, der ein bisschen reden kann, redet heute von KI. Eine andere Analogie, ein anderes Problem, was man heute sieht, das erinnert an das, was sie früher hatten auf Jahrmärkten. Im Mittelalter, aber auch noch bis vor 200 Jahren, das waren die sogenannten Quacksalber. Und die Geschichte geht so, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Da ist irgendwie, ups, da ist irgendwie jemand auf einem Markt, ja, das ist irgendwie so ein Quacksalber und der behauptet jetzt, hier, ich habe das perfekte Mittel gegen jede Krankheit, nur 500 Euro, kaufen Sie dieses Wässerchen. Mit diesem Wässerchen werden Sie alle Ihre Krankheiten, alle Hautausschläge, die Pest und Cholera, alles werden Sie los. Und das gemeine Volk glaubt das natürlich. Ja? Der lässt sich beschwatzen hier von diesen Experten in Anführungsstrichen und kauft dann für ein unfassbares Geld diese Pseudomedizin. Und so etwas Ähnliches sieht man heute auch wieder. Ja? Firmen behaupten, ja, Big Data löst alle ihre Probleme. Oder alternativ, KI löst alle ihre Probleme. Ja? KI ist so wie der Messias kommt. Ja? Bald ist Weihnachten, der Messias kommt. Die KI kommt und wird alles lösen, wird unsere Wirtschaft sonst wohin befördern und alles wird gut. Ja? Oder alternativ, Data Science. Jetzt sind es natürlich alle schlaue Menschen, sonst würden sie nicht hier sitzen, nicht Informatik studieren. Wer studiert Informatik überhaupt? Also Kerninformatik, dann Wirtschaftsinformatik, gar keiner, Medieninformatik, Cybersecurity. Oh, da sind schon viele, okay, super. Sie sind natürlich alle schlaue Leute, Ihnen passiert dieses Problem nicht, Sie fallen nicht auf Quacksalber herein, aber naja, seien wir mal ehrlich, stellen wir uns mal ein Szenario vor, irgendeinen Laden, der tolle bunte Geräte mit vielen Knöpfen verkauft. Also irgendwie so ein Laden, wo man Fernseher kaufen kann. Und nehmen wir mal an, da gibt es hier so einen Experten, der kennt sich gut mit Fernsehern aus, mit TVs. Und dann gibt es eine Laien. Das Wort gibt es tatsächlich. Ich habe es nachgeschlagen. Es gibt dieses Wort. Ich werde die Rollen gleich tauschen. Also wenn Sie mir jetzt, wenn Sie sagen, von wegen Gender Equality und so, ich tausche die Rollen gleich. Das hat nichts mit Mann-Frau zu tun, hier diese ganze Geschichte. Also es gibt hier mal den TV-Experten. Und die Laien, die will einen Fernseher kaufen. Ne? Das heißt, der Experte preist das jetzt irgendwie an. Mit so Sachen wie, dieses Modell hat Hyper-Ray++-Rendering. Was immer das heißt. Ne? Keine Ahnung, hört sich aber total cool an. Da geben sie auch gleich mehr Geld aus. Ne? Oder 500 Hertz statt 250 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das kann kein Mensch sehen. Ne? Selbst für eine Libelle ist das schon zu schnell. Aber sie kaufen den Mist und geben 100 Euro mehr aus. Ultra-HDMI statt HDMI. Was immer das bedeuten mag. Ne? Und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich überlegen, okay, das passiert vielleicht irgendwelchen Idioten in einem Fernsehladen, aber das passiert nicht mir. Ich bin Informatiker oder irgendwann sind Sie studierter Informatiker oder Cybersecurity-Spezialist. Und jetzt stellen wir uns den Laden mal ein bisschen anders vor. Stellen wir uns mal vor, da gibt es irgendwelche Komponenten aus dem Bereich der Informatik, nämlich Datenbanken oder Big Data-Systeme oder NoSQL-Systeme, ist völlig egal, wie die heißen, irgendwelche Komponenten. Und die visualisiert man bei uns immer durch solche komischen Zylinder. Also stellen Sie sich mal vor, das wäre ein Laden für irgendwelche Datenbanksysteme. Und wie gesagt, wir tauschen die Rollen ein bisschen, passen noch ein bisschen die Namensgebung an, dann passt das Ganze. Und jetzt ist sie mal die Expertin und er will irgendwas kaufen. Ja, und sie macht irgendwelche tollen Sprüche, damit er den Mist kauft. Der sagt jetzt sowas wie die führende NoSQL Data Lake Lösung in der Cloud. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht auf der Webseite so. Und das ist super, hey, was auch immer das bedeutet. Ja, hört sich cool an. Blockchain enabled. Wer hat schon mal Blockchain gehört von Ihnen? Ja, auch ganz viele, wunderbar. Kein Mensch weiß, was es bedeutet. Wir versuchen das seit einem Jahr zu verstehen, was Blockchain eigentlich ist. Ja, langes Thema.
Aber das ist auch so ein typisches Passwort, was benutzt wird. Irgendwas mit Blockchains. Es gibt Blockchain-Handys, es gibt Blockchain-Porsche, es gibt Blockchain-Betriebssysteme, was immer, was immer. Ja? AI-ready, ja? Klingt auch toll, so ein bisschen wie HD-ready, gab es mal früher. Build on the Lambda-Architecture. Wer von Ihnen kennt die Lambda-Architektur? Nur drei, sehr gut. Ja? Bei Ihnen dreien kann ich das persönlich austreiben, dass Sie das kennen. Das ist nämlich großer Mist, diese Lambda-Architektur. Kommen Sie mal in eine Datenbank-Vorlesung, dann erkläre ich Ihnen warum. IoT, haben Sie das schon mal gehört? Internet of Things. Ja, wunderbar. Oder IIoT, Industry Internet of Things. Oder dann das neueste IDIoT. Das sagt sie aber nicht, das denkt sie nur. Ja? Also das wird sie nicht hören. Ja, aber was ist jetzt dieses Problem in dieser komischen Kommunikation, kann man sich fragen. Läuft denn da schief und wie kann man das vermeiden? Und das sind zwei Probleme, die man sich angucken muss. Das erste ist, das ist so eine mehrdeutige Kommunikation irgendwie dahinter. Ja? Also wenn der jetzt sagt Big Data, und vielleicht haben Sie das in der Schule mal gelernt, Big Data ist erstmal nur ein Symbol. Wenn ich das jetzt sage, Big Data oder hinschreibe auf die Folie, das ist erstmal nur ein Symbol. Und die spannende Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Es gibt jetzt mögliche Bedeutungen. Wir können ja mal durchgehen, was Big Data für Sie bedeutet. Ja? Für wen bedeutet es große Datenmengen? Ja, es sind einige, für wen, for wies. Ja, das kann die wenigsten, okay. NSA, ja, zwei, super, sollten mehr sein. Spark, eins, zwei, sehr gut. MapReduce, keiner, ja, schon das ist 5 Jahre alt, das ist total alt, kennt kein Mensch mehr. NoSQL, ja, auch so ein paar, sehr gut. Also wir hatten viel über große Datenmengen und bei NSA war so ein paar, sehr gut. Ja, was ist aber jetzt das Problem, wenn jemand kommt und hört das, der hat Big Data gesagt, woher weiß ich denn, was der damit verbindet? Was bedeutet denn für diesen Menschen hier Big Data? Es könnte ja sein, dass für diesen Menschen Big Data eigentlich was ganz anderes bedeutet, nämlich MapReduce. Also wenn der Big Data hört, hört er MapReduce. Wenn der Big Data sagt, hört er, dann sagt er große Datenmengen. Das heißt, hier kommen wir zu einem Übersetzungsproblem. Hier wird große Datenmengen übersetzt nach MapReduce, weil die andere Interpretation, andere Bedeutung damit assoziieren. Also hier war im Kopf von dem Herrn oder der Dame war große Datenmengen und das wurde übersetzt zu MapReduce. Und so startet Chaos und Konfusion. So können Sie keine technische Diskussion führen. Das sehen Sie immer wieder in diesem Bereich. Gucken wir uns mal ein anderes Passwort an. Bei KI, das ist noch viel schlimmer. KI ist ein Riesengebiet, das ist in den 50er, 60er losgestartet, künstliche Intelligenz. Und hier sind einige mögliche Bedeutungen, auf Englisch habe ich die jetzt mal gelassen, die damit assoziiert sind. Und ja, das ist natürlich schwierig. Was ist denn jetzt gemeint? Können Sie sich vorstellen, wenn irgendjemand das jetzt hört, KI, dann kann er was ganz anderes meinen. Können Sie da oben bitte mal die Tür zumachen, da hinten links? Tür zumachen, Dankeschön. Genau, also da sind noch viel mehr Bedeutungen mit verknüpft mit diesem Begriff. Oder wenn Sie heute in der Presse lesen, lesen Sie oft Artikel im Stil, die Firma XY will das Problem Z mit einer KI lösen. Eigentlich ist das gar nicht KI, was da gemeint ist, und oft ist es nur ein Schaltkreis, eine Elektronik oder gleich die ganze Informatik. Das heißt, was man heute oft sieht, ist, dass die KI übersetzt wird mit Informatik oder umgedreht. Das ist synonym benutzt heute. Die Leute sagen nicht mehr Informatik, die sagen KI. In den 50er und 60er Jahren hat man Elektronengehirn gesagt, weil man keine bessere Metapher hatte für das, was Informatiker und Hardware-Leute gemacht haben. Heute sagt man KI, so ein bisschen wie zurück in die 60er Jahre. Ja, wenn man das mal verstanden hat, dass diese Buzzwords so viele Übersetzungen haben, dann kann man die Buzzword-Bullshit-Bingo-Landschaft aufmachen und die geht folgendermaßen. Ich habe hier auf der X-Achse die Anzahl der Bedeutungen abgetragen, die ein bestimmtes Wort hat. Also eine Bedeutung, also ganz klar, Sie sagen einen Begriff, ich sage Wasserflasche, hey, das ist ganz klar, da gibt es keine Uneindeutigkeit. Oder ich sage AI, das ist irgendwo da hinten. Jetzt kann ich das so ein bisschen auseinanderziehen. Also wenn ich jetzt hier Begriffe habe auf der linken, das sind jetzt, die können Sie wahrscheinlich noch nicht, das kommt dann später in Informationssysteme. Das sind Begriffe, wenn ich die benutze gegenüber meinen Studenten oder Doktoranden, das ist völlig klar, worüber ich rede. Da ist überhaupt keine Uneindeutigkeit im Raum. Wenn Sie jetzt weiter nach rechts gehen, dann kommen Sie immer mehr in diesen Bereich, wo es ein bisschen unschärfer wird. Also große Datenmenge ist so ein tolles Beispiel. Was ist denn eine große Datenmenge? Freiwillige vor. Kurz melden und dann sagen, da hinten. Terabyte, ja, wer bietet mehr? Da hinten. Petabyte, wer bietet mehr? Ja? Was? Exabyte, wer bietet mehr?
Immer eins mehr. Immer ans Meer muss das heißen. Ja, genau. Also es ist ein völlig unsinniger Begriff, der ist relativ definiert. Große Datenmengen, es geht größer als, ja. Aber hier zum Beispiel, das Ding hat 2 Terabyte SSD. Das ist schon ziemlich viel, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ist das jetzt Big Data oder sind das große Datenmengen, ja oder nein? Ja? Es gab einen ganz tollen Vortrag, der hieß, sind es noch große Daten, wenn sie in deine Tasche passen? Ja? Nehmen Sie sich irgendwie so eine SD-Karte oder einen Haufen SD-Karten, packen die in die Tasche, dann können Sie Terabyte in Ihrer Jeans versenken. Ja? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und so weiter und so fort. Deep Learning ist auch nicht so ganz scharf definiert. Es ist okay, es gibt Schlimmeres. Gucken wir uns mal die schlimmeren Sachen an. Cloud Computing, Machine Learning, Blockchain, auch sehr lustig, hatte ich schon erwähnt. Blockchain hat extrem viel mit Datenbanken zu tun. So 90% ist das Datenbanktechnologie, lustigerweise. Alles mit neuen Namen, alles neue Buzzwords. Aber hier hinten wird es ganz schlimm. Also Big Data, KI und NoSQL. Meine Empfehlung ist jetzt ganz klar, wenn Sie eine technische Diskussion führen wollen, empfehle ich Ihnen ganz dringend, diese Begriffe auf der linken Seite zu benutzen. Wenn Sie Marketing machen wollen und Buzz und Venture-Kapital für ein neues Startup bekommen wollen, dann benutzen Sie nur diese Begriffe hier rechts. Ja? Das ist meine Empfehlung. Ja? Auch im Management würde ich eher sagen, das hier benutzen, ja? Ist ja egal, worüber Sie reden, die Technik spielt eh keine Rolle. Aber wenn es wirklich um die Technik geht, um was gestemmt zu bekommen, dann bitte nur das hier links benutzen, das ist ganz wichtig. Ne? Ja, das ist auch nochmal, wir haben das natürlich auch gemacht, wir haben ein kleines Startup, wir machen Data Science Consulting und da sehen Sie auch, wie man Marketing nutzen kann. Ja, wir haben AI im Namen, wir haben AI in der Top-Level-Domain, Antigua, gibt es tatsächlich. Und wir haben natürlich Big Data und AI und machen den ganzen Buzz mit, weil man das einfach machen muss. Aber wenn wir technisch reden, dann lassen wir den ganzen Kram weg und benutzen richtige Begriffe. Genau, ich habe es nochmal hingeschrieben. Das ist eigentlich so die Quintessenz hier raus. So, dann gibt es ein zweites Problem. Und das ist, dass man Dimensionen durcheinander bringt. Verwirrung der Dimensionen nenne ich das. Was meine ich damit? Also wir haben gerade eine Dimension gesehen, das sind Buzzwords. Buzzwords wie Big Data KI, you name it. Es gibt aber noch eine zweite Dimension und das sind die sogenannten technischen Prinzipien. Ja, das sind Konzepte oder Entwurfsmuster. Das ist jetzt nicht ja, ein bestimmter Hammer, den Sie im Bauhaus kaufen, sondern das Prinzip des Hammers und das Prinzip des Nageleinschlagens, so abstrakt. Oder das Prinzip des eine Schraube in die Wand reindrehen. Das sind Prinzipien, das sind nicht konkrete Instanzen oder Implementierungen davon. Und da möchte ich mir mal ein paar zeigen, wie wichtig die sind. Das ist wieder aus meiner Welt, der Datenbankwelt, aber das sind Sachen, die kommen in der ganzen Informatik vor. Also Predicate Pushdown zum Beispiel ist eine super generische Technik und ich zeige Ihnen gleich mal ein paar Beispiele, aber sage Ihnen erstmal, was es bedeutet. Es ist ganz klar, was es bedeutet, wenn man dieses Wort benutzt in der Informatik, dann heißt das, filter und projiziere Daten so früh wie möglich. Und was ist ein Beispiel dafür? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Satellit, der Bilder schießt von der Erde. Ja, da gehen Terabyte von Daten, werden da jeden Tag fotografiert. Und Sie suchen aber nur Bilder von Häusern. Jetzt ist die Frage, Sie können natürlich die kompletten Bilder runterschicken auf die Erde und dort filtern, nur die Häuser raussuchen. Oder Sie filtern direkt auf dem Satelliten und schicken dann die Ausschnitte mit den Häusern runter. Was ich im letzteren Fall mache, ich habe gefiltert auf dem Satelliten. Ich habe die Filterbedingungen nahe zur Quelle gebracht, wo die Bilder überhaupt entstanden sind. Und das heißt Pushdown. Warum Pushdown? Weil in der Datenbankwelt werden die Quellen immer von unten gelesen. Also wenn ich hier einen Satellit habe, Satellit, ja, der macht irgendwelche Bilder, dann macht er hier irgendwie einen Filter. Alle Häuser zum Beispiel. Alle Häuser. Dann ist ja die Frage, ob ich die Bilder erst zur Erde schicke und da filtere oder ob ich diesen Filter direkt integriere in den Satelliten und in dem Satellit filtere. Was den Vorteil hat, dass ich weniger Bilder zur Erde schicken muss oder geringere Datenmengen zur Erde schicken muss. Und dieses Prinzip gibt es überall. Stellen Sie sich vor, Sie kennen es wahrscheinlich von Ihrer E-Mail, Sie wollen Ihre E-Mail durchsuchen. Sie können das lokal machen auf dem Client oder Sie können eine Anfrage an den E-Mail-Server schicken. Ja, dann wird auf dem E-Mail-Server durchsucht und nur die E-Mails, die sich qualifizieren, werden zu Ihnen geschickt. Das ist ein Beispiel für Predicate Pushdown. Und das taucht in 50.000 verschiedenen Variationen auf und das kommt in Datenbankvorlesungen auch extrem oft vor und deswegen greifen wir das da auf. Also ich zeige nur mal die ersten drei, das sind die wichtigsten, die aus dem Datenbankbereich eigentlich ständig eine Rolle spielen. Das nächste ist das sogenannte relationale Modell, das heißt einfach, ich modelliere alle Daten als Mengen von Tupeln, salopp gesagt.
Das heißt, ich habe eine mengenwertige Darstellung meiner Daten, das lernen Sie auch in der Vorlesung Informationssysteme. Und das ist ein Konzept, das ist ein mathematisches Konzept, das hat nichts mit einer konkreten Implementierung zu tun. Wenn Sie heute, hat schon mal jemand was mit Python oder Jupyter gemacht? Jupyter Notebooks? Ja? Oder mit R, alternativ Statistiksoftware, da gibt es Data Frames. Das ist so ähnlich. Ja? Da gibt es Data Frames oder im Datenbanksystem gibt es Tabellen, dann gibt es sogenannte Column Stores und Row Stores und das wird oft durcheinander gebracht. Das ist auf einer anderen Dimension. Das hat hier mit diesem Konzept nichts zu tun. Und es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten als Informatiker. Es gibt immer das Konzept und es gibt eine Inkarnation davon oder eine Instanz davon. Und wir reden hier über die Konzepte. Super wichtig. Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Das ist nämlich die dritte Dimension. Das ist die konkrete Implementierung. Und das dritte, was ich kurz erwähnen möchte, ist die relationale Algebra. Das ist leider nicht so bekannt. Drei hatten sich bei Spark gemeldet. Wer hat sich nochmal bei Spark gemeldet? Hat schon mal Spark gesehen? Sie da hinten? Einer, ich sehe doch nur einen. Spark ist relationale Algebra plus plus. Natürlich vermarkten die das nicht mit relationaler Algebra, siehe die Diskussion mit den Buzzwords. Ne? Das klingt einfach nicht sexy genug, ne? Wenn ich sage, Spark, das klingt so geil, ja, super, ja? Das muss ich mir installieren, wunderbar. Wenn ich sage relationale Algebra, also relational okay, aber spätestens bei Algebra schläft mir das Gesicht ein. Ne? Außer Sie haben eine extreme Affinität zur theoretischen Informatik, dann vielleicht nicht. Ne? Aber wenn ich Algebra höre, dann denke ich schon, oh, nee, das brauche ich nicht. Aber das Konzept ist das, was bei Spark einfach nur umgesetzt wird. Und die Idee ist, dass ich Anfragen an diese Mengen, die ich oben definiert habe, stelle mit Hilfe von Lego-artigen Algebra. Ich mache mal ein kurzes Beispiel, wie das aussieht, nur damit Sie es mal gesehen haben. Das ist das absolute Fundament von Datenverarbeitung. Also ohne diese drei Predicate Pushdown, Relational Model, Relational Algebra, geht nichts. Wenn Sie die nicht verstanden haben, dann behaupten Sie bitte niemals, dass Sie irgendwas mit Datenverarbeitung machen oder mit Datenbanken. Das geht einfach gar nicht, ja, weil das ist das absolute Herzstück von meinem Fachgebiet. Das sind die absolut wichtigsten Konzepte und das lernen Sie natürlich in der Informationssysteme dann spätestens kennen. Hier mal alle drei Konzepte auf einmal. Es ist aber sehr leicht zu verstehen. Wir haben hier unten immer solche Mengen von Tupeln, zwei Mengen von Tupeln, der eine heißt A, die andere R, die andere ist S. Dann wird darüber eine Operation ausgeführt, das ist hier eine Join-Operation, das heißt, diese beiden Mengen werden irgendwie zusammengebracht, die werden verbunden und das hier ist einfach ein Filter. Das heißt jetzt, okay, R und S werden miteinander verbunden und was hier rauskommt, ist eine neue Menge und auf dieser Menge wähle alle Tupel aus, wo der Name gleich Jens ist. Das heißt, hier wird gefiltert hier oben, erst hier oben, erst wird verbunden, dann wird gefiltert. Und Predicate Pushdown, denken Sie jetzt wieder zurück an den Satelliten, der macht hier Folgendes, der sagt, okay, wieso filtere ich den erst nach dem Verbund? Wenn diese Bedingung eine Bedingung an die Menge R ist, dann kann ich doch erst filtern, also ich filtere erst alle Tupel aus R, wo der Name Jens ist, raus und gehe dann in den Verbund rein mit S. Das ist viel billiger meistens, als erst zu verbinden und dann zu filtern. Das ist ein anderes Beispiel für Predicate Pushdown, das Allertrivialste. Ja, wenn Sie es jetzt schon interessiert, wenn Sie die Spannung nicht mehr aushalten können, bis zum Sommersemester, wenn es Informationssysteme gibt, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da finden Sie über 100 Videos, wo ich das erkläre auch, also nicht nur relationale Algebra, sondern viele andere Sachen auch, aber da gibt es auch was zu relationaler Algebra, da erkläre ich das ein bisschen. Genau, also das war die zweite Dimension und jetzt gibt es noch eine dritte Dimension, das sind die Software-Plattformen und konkreten Implementierungen, also zum Beispiel Spark haben wir gehört. Flink ist die deutsche Version von Spark. Kennt jemand Flink? Schon mal gehört? Nee, schade. Wird in Berlin gemacht. Das ist das gleiche in grün. Also ist nicht ganz so mächtig wie Spark, ist nicht so viel Marketing dahinter, würde ich mir sagen, aber technisch auch sehr gut. PostgreSQL, das werden Sie auch kennenlernen, das ist das beste relationale Datenbanksystem, Open-Source-Datenbanksystem, was es gibt. MongoDB, das ist... Der DB ist irreführend, ist keine Datenbank, die bezeichnen sich selber als Datenbank, ist aber eigentlich nur ein Key-Document-Store. Das ist komplettes Overselling und so weiter und so fort. Aber die Quintessenz für Sie ist, ja, es gibt diese drei Dimensionen und wenn Sie jetzt irgendein technisches Projekt haben, dann entwerfen Sie bitte immer nur entlang dieser Dimension. Immer, ohne Ausnahme. Entwerfen Sie Projekte nur entlang dieser Dimension, der technischen Prinzipien und Konzepte. Ja, das ist wichtig. Wenn Sie eins mitnehmen von heute, das dürfen Sie nie wieder vergessen. Drucken Sie sich die Folie aus, hängen Sie über Ihr Bett. So,
berücksichtigen Sie Dimension 3 erst am Schluss der Planung. Also welches konkrete Framework benutze ich denn? Nämlich Spark, nämlich Visual Basic, nämlich Java, nämlich Python, nämlich die Bibliothek X oder Y? Mache ich das auf dieser Hardware oder auf jener? Das ist alles völlig egal am Anfang. Es geht um konzeptuelles Lösen von Problemen. Das ist der Unterschied zwischen Informatik und Programmieren übrigens. Ne? Wir gucken hier Konzepte an in Informatik und wir programmieren nicht einfach irgendwas. Das ist super wichtig. Und das hier, das ist nur fürs Marketing. Nutzen Sie diese Dimension nur fürs Marketing oder wenn Sie irgendwie von irgendwem Geld haben wollen. Kommen Sie dann nicht mit relationale Algebra. Ich habe ein neues relationale Algebra-Startup. Können Sie mir da... Ja, das wird nicht gehen. Ja? Und verwechseln Sie das nicht. Diese drei Dimensionen niemals verwechseln. Also ich kann Ihnen als Übung ans Herz legen, versuchen Sie mal einfach einen Artikel in der CT oder Heise zu lesen zum Bereich Datenmanagement, wie da alles durcheinander geht. Und dann versuchen Sie mal für sich rauszuschreiben, welcher Begriff zu welcher Dimension gehört, als Fingerübung für zu Hause. Wenn Sie das checken, haben Sie so viel verstanden in Ihrem Leben. Genau, wir machen das jetzt mal als Übungsaufgabe, als Saalübung. So, Übungsaufgabe. Analysieren Sie folgende Problemstellung. Hier, das ist das, was Sie kriegen als Problem vom Kunden. Und sagen Sie mir, was Sie damit machen. Können Sie mal eine Minute drüber nachdenken und dann melden Sie sich und sagen Sie mir, was Sie damit machen. Was lernen Sie, was wissen Sie, wenn Sie es lesen? Das ist irgendwas, können Sie in einem ersten Gespräch rauskriegen mit dem Kunden oder Sie kriegen eine E-Mail, der Kunde sagt, Ihnen hat dieses Problem. Ja. Oder der so und so Architekt in der Firma hat Ihnen das gesagt oder irgendein Mitarbeiter sagt Ihnen genau das. Was machen Sie damit? Ja, da ist einer. Wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Das ist immer eine gute Antwort. Genau. Warum? Wenn wir keine Ahnung haben, was machen wir dann? Das ist mir zu einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung. Das kann ich immer sagen, bei allem, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich bin eh Prof, kann nichts passieren, ich habe keine Ahnung. Ja? Wie kommen wir aus diesem Tal, aus diesem Zustand des Nichtwissens, des keine Ahnung haben, heraus? Mikrofon sitzt noch. Irgendjemand eine Idee? Ja, da hinten. Genau, wir müssen erstmal rausfinden, was das eigentliche Problem ist. Und warum wissen wir das nicht? Da steht doch das Problem, ist doch alles da. Ja? Ist so ein Sensordaten analysiert werden auf Hadoop-Cluster, richtig? Und was noch? Ich habe den Rest nicht gehört. Ja, das wissen wir aber das nicht. Und eigentlich müssten Sie mit dem, was ich gerade erzählt habe, schon vorher einen Parsing-Error bekommen. Ja, Sie müssen das lesen wie so ein, wie was weiß ich, Java oder C++ oder was Sie da alles lernen, ne, im Studium. Da hinten. Und was ist das eigentliche Problem? Big Data Problem, sagt er. Richtig, das ist das erste Problem in diesem Text. Was ist denn hier mit Big Data gemeint? Ne? Weil wir haben diese Mehrdeutigkeit, wie ich Ihnen eben gezeigt habe. Wir wissen nicht, was die Mehrdeutigkeit bedeutet. Das heißt, Sie müssen nachfragen. Sie müssen den Kunden fragen, bis alle Begriffe aufgelöst wurden zu eindeutigen Begriffen. Das ist die wichtigste Regel, weil sonst reden Sie völlig aneinander vorbei. Ne? Also was heißt denn das hier? Large Data, MapReduce. Bei dem Kunden hieß es irgendwie doch mit relativ großen Datenmengen im Terabyte-Bereich. Ne? Das haben wir dann gelernt. Richtig. Also nachfragen, diese Begriffe auflösen. Hadoop-Cluster, könnte man auch denken, ist klar. Hadoop, nicht mal Hadoop-Cluster ist eindeutig. Hadoop-Cluster kann man nehmen, um große Datenmengen zu speichern. Da gibt es ein verteiltes Dateisystem. Man kann Hadoop-Cluster kann aber auch bedeuten, ich mache irgendwie so eine verteilte Anfrageverarbeitung. Also was heißt es denn nun? In dem Fall hieß es, das ist so ein verteiltes Dateisystem. Das heißt Hadoop Distributed File System. Das haben Sie bestimmt schon mal in der CT oder so gelesen. Kommt auch ganz oft vor. Ja, dann was machen wir hiermit? Was sagt uns das? Ja, wenn? Das sagt uns, dass Sie selbst was entwickeln wollten und kläglich daran gescheitert sind. Ja, super, genau. Das ist immer die beste Situation. Ja. Der Kunde ist total verzweifelt. Ja. Und bitte, bitte hilf mir, ja, lieber Informatiker. Ja, richtig. Ne? Zu welcher Dimension gehört das? Erinnern Sie sich noch?
Haben Sie aufgeschrieben? Software-Plattform. Software-Plattform, dritte Dimension, ne? Die dritte Dimension, ne? Das ist, dazu gehört das, ist aber hier nicht gut, die dritte Dimension, weil das ist nicht die konzeptuelle Ebene. Also er hat irgendwas gemacht in der dritten Dimension mit der Software-Plattform oder der Programmiersprache oder diesem Datenanalyse-Framework. Wir wissen aber gar nicht genau, was der gemacht hat, ne? Also es ist die dritte Dimension. Was man halt oft sieht, ist, wenn also gerade im Industriebereich, wenn Leute Big Data lesen, dann wird das wie so das elfte Gebot verstanden. Ne? Wenn der Big Data ist, dann musst du Spark oder MapReduce benutzen. Ne? Das ist halt, als hätte Moses das vergessen damals, als er am Berg Sinai runtergerannt ist. Also das ist furchtbar. Ne? Das ist so ein Automatismus. Und das möchte ich Ihnen einfach einhämmern und sagen, nein. Ich habe keine Ahnung, was die richtige Plattform ist. Sie müssen erstmal konzeptuell gucken. Darum geht es in Ihrem ganzen Studium. Konzeptuell das Problem durchdringen. Und irgendwann später reden wir mal darüber, ja, wie Sie da in Brandenburg dann wirklich da Steinwände und nicht funktionierende Rolltreppen hinstellen. Das ist genau das gleiche Problem. Ne? Da wurde konzeptuell zu wenig gearbeitet beim BER, behaupte ich mal. Wie komme ich darauf? Na egal. Also, ja, also und so weiter. Was machen wir hiermit? Hier gibt es noch mehr Begriffe, die zu Parsing Errors fehlen könnten. Program. So alles gut. Da hat halt ein Spark-Paket, whatever, Program geschrieben. Alles gut oder alles nicht gut? So ein grünes Rechteck, das ist bestimmt gut. Ja, jemand anders noch? Da meldet sich jemand oder ist noch jemand anders? Trauen Sie sich ruhig. Wenn Sie was, also es gibt keine richtig falschen Antworten und selbst wenn, ich kann mir Ihr Gesicht eh nicht merken. Ja? Bitte. Richtig, das sind gute Fragen. Für welches Betriebssystem oder für welche, also bei Daten spielt es dann zum Beispiel eine Rolle, welches Datenbankmanagementsystem. Da gibt es Unterschiede, was die unterstützen, was nicht. Das sind wichtige Fragen. Das sind Entscheidungen auf Ebene 3, auf Dimension 3. Ja? Das ist richtig, das kann man sich stellen. Was kann man sich noch für Fragen stellen hier bei Program? Ja? Was hat er mit den Daten gemacht? Sie durch die Gegend geschoben, ausgegeben, verglichen? Was hat er mit den Daten gemacht? Sie durch die Gegend geschoben, ausgegeben, verglichen? Ja, richtig. Was weckt das Wort Programm oder Programm. Sie sind alle hier, um Programme zu studieren. Ne? Programmatik oder wie heißt das Studium? Programmstudium. Was ist denn der Unterschied zwischen Programm und Software? Eine Idee? Was ist der Unterschied zwischen Programmierer und Informatiker? Eine Idee? Oder ist das das Gleiche? Ja. Ja, der Programmierer implementiert Sachen und der Informatiker denkt sich die tollen Sachen aus. Ja, sehr schöne Definition. Der Programmierer implementiert Sachen und der Informatiker denkt sich die tollen Sachen aus. Das ist wie ein bisschen auf der Baustelle. Der Programmierer wird das natürlich Ihnen anders erklären. Ich bin Informatiker, ich erkläre mal so, wie ich das erklären würde. Oder wie Sie, sehr, sehr, sehr toll, sehr gute Definition. Wenn Sie sich als Metapher denken, eine Baustelle. Der Programmierer, das ist so ein bisschen der Maurer, der legt die Steine übereinander. Oder der Zimmermann, ja, der kloppt da irgendwelche Balken an den Giebel. Aber Informatiker sind die Architekten. Ja. Wir denken uns den Kram aus, machen Pläne und denken nach über dieses Gesamtkonzept des Gebäudes, wie das aussehen soll. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Ob Sie konzeptuell sich was ausdenken oder an der Umsetzung arbeiten. Und was ist denn das hier? Das hört sich an wie, ja, er hat irgendwas programmiert. Ja, aber was hat er denn programmiert? Hat er Spaghetti-Code irgendwie durcheinander? Hat er da irgendwie, das lernen Sie auch in Informationssysteme, so eine flexible Anfrageverarbeitung reingebracht? Oder hat er das Rad alles neu erfunden? Hat er eine Schichtenarchitektur? Was ist denn eine Schichtenarchitektur? Das sehen Sie in jedem Haus. Es gibt ein Fundament, es gibt einen Keller, es gibt ein Erdgeschoss, erstes, zweites, drittes, viertes. Und es hat einen guten Grund, dass man nicht irgendwie das Haus irgendwo hinsetzt auf die grüne Wiese, sondern man baut das so schichtenweise auf. Das macht man bei Software auch. Man macht sich Gedanken über Schichten. Man macht sich über Schnittstellengeschichten und hat ein Konzept. Das heißt, was der Kunde eigentlich gemacht hat, das war sowas hier. Er hat sich ein Auto selber gebaut, er hat sich eine große Schere genommen, ein bisschen Pappe und das Ding da zurechtgeschnitten und hat sich gedacht, oh, das ist ein tolles Gefährt. Und dann haben wir dem Kunden gesagt, ja, du willst eigentlich ein Auto bauen, kann das sein? Ja, du willst ein Auto bauen, guck mal, das sieht ein bisschen aus wie das, was wir ein Auto nennen. Warum kaufst du da nicht direkt ein Auto von der Stange? Das wäre doch viel einfacher, als das mit Pappe auszuschneiden. Jetzt kann man natürlich Vor- und Nachteile aufzählen. Jetzt kann man sich überlegen,
Ja, das ist schon billiger, wenn man das Auto selber baut. Ne? Eine Schere und einen großen Pappkarton, das ist 10 Euro maximal. Ne? Die Schere hat er vielleicht noch, den kostet das fast gar nichts. Das Ding kostet um die 100.000 Euro. Aber was sind die Vor- und Nachteile? Ja, nicht immer die gleichen, trauen Sie sich. Sie waren auch schon, jemand, der noch nicht war. Was sind die Vor- und Nachteile? Ja? Ja, sehr gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. Also sie hat gesagt, wenn man das Auto selber baut, hat man viel mehr Kontrolle darüber, was zu dem Auto gehört. Richtig, aber man hat auch die Verantwortung, das alles ganz toll selber zu bauen. Ja, die richtigen Komponenten sich zu holen, sie richtig zu integrieren. Beispiel hier, die Räder, die sehen aus wie Räder, funktionieren aber nicht so richtig gut. Aber der Kommentar ist super wichtig. Das ist ein wichtiger, das ist ein Abwägen oder Trade-off auf Neudeutsch, wie der Informatiker sagt. Ich kann eine Abwägung machen, ich kann auch irgendwas dazwischen bauen. Das sind zwei Extreme, ich kann irgendwas dazwischen bauen. Was sind noch mögliche Vor- und Nachteile von so einem Ansatz? Ja. Das Auto von der Stange fährt, wenn die Batterie geladen ist. Richtig, super. Das fährt nicht. Noch ein Vor- oder Nachteil. Es gibt nicht nur Vorteile von einem Auto von der Stange, das ist klar. Ja? Individualität, wenn ich mir ein Auto selber baue, kann ich so bauen, wie ich brauche. Wenn ich mir eine Stange hole, muss ich gucken, ob ich einfach noch dafür, die ich brauche, und ob ich es umbauen darf. Super, super Antwort. Individualität, das heißt, wenn ich ein Auto selber baue, kann ich da machen, was ich will, kann es genau meinen Wünschen anpassen. Ich kann natürlich hier diesen Tester konfigurieren, ich kann da rote Felgen, grüne Felgen und Leder in braun, schwarz, keine Ahnung, aber es hat Grenzen. Es hat Grenzen. Wenn Sie die Karosserie verändern wollen oder fundamental andere Sachen machen wollen, das geht einfach nicht. Ja? Für manche Leute reicht ja auch schon eventuell der Pappkarton und das Auto rechts ist zu teuer. Richtig, sehr, sehr gut. Für einige Leute reicht schon der Pappkarton, das Auto rechts ist zu teuer. Sehr gut. Könnt ihr mal überlegen, vielleicht gibt es was dazwischen. Ja? Früher gab es, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Rennpappe? Aus der DDR, der Trabi wurde so genannt, die Rennpappe, das war sowas dazwischen hier. Also mehr nach links als nach rechts, würde ich jetzt sagen. Aber es hoffentlich schaut hinterher keiner das Video aus dem Osten. Genau. Sehr gut, was haben wir noch? Fallen noch ein paar Vorteile ein? Ja, Sie? Das Auto zu kaufen dauert vielleicht 2 Stunden, sage ich jetzt mal, relativ oft. Das linke dauert wahrscheinlich etwas länger zu konstruieren. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das dauert wahrscheinlich länger zu konstruieren. Das ist jetzt vielleicht hier, das Ding haben Sie wahrscheinlich auch an einem Tag rausgeschnitten und angemalt. Und das Ding zu bestellen dauert, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Aber die Grundidee stimmt von dem, was Sie sagen. Wenn Sie es selber bauen, wenn Sie wirklich ein Auto bauen würden auf dem Niveau oder nur halb dem Niveau, weiß nicht, wie lange Sie da unterwegs sein wollen. Das ist ein irrer Aufwand versus ich kaufe mir so ein Ding von der Stange. Also der Aufwand, den Sie da reinstecken, um dahin zu kommen. So, vielleicht noch letzte Wortmeldung, dann mache ich noch ein paar Ergänzungen. Ja? Wenn ich das jetzt selber baue und irgendwas nicht funktioniert, dann muss ich mich selber kümmern, wenn ich es kaufe, weil ich mich erinnern kann. Genau, ja? Also wenn Sie es selber bauen und irgendwas kaputt geht, müssen Sie sich selber darum kümmern. Hier rufen Sie einen Mechaniker an, der nicht kommt, immerhin, Sie rufen jemanden an. Ja? Also das geht. Aber das ist auch ein wichtiger Trade-off. Was noch viel wichtiger ist hier, ist der Testaufwand, die Qualität hier hinzubekommen, ist gewaltig, damit das Auto zugelassen wird, damit es auf Straßen fahren darf. Was der Hersteller machen muss, damit es überhaupt auf Straßen fahren darf, ist gewaltig. Also die Qualität, die hier erreicht wird, ist extrem unwahrscheinlich, dass sie das selber auch nur ansatzweise hinbekommen. Ja, also selbst wenn sie Tausende von Entwicklern haben, es ist extrem unwahrscheinlich. Preis ist natürlich sehr hoch am Anfang von dem Auto gegenüber dem Pappkarton. Aber man muss als Firma oder als Anwender immer sehen, was sind denn die laufenden Kosten. Wenn hier ständig was kaputt geht und Sie ständig Reparaturen haben, ja, dann summiert sich das ganz schön auf und irgendwann haben Sie auch ein Problem. Versus hier, wenn die Qualität stimmt und Sie wenig Reparaturen haben, dann amortisiert sich der Preis irgendwann. Das sind so typische Sachen. Und was viel wichtiger ist, das nenne ich das Faulheitsprinzip der Informatik. Das ist, wenn Sie in der Informatik verstehen, dass ein Problem schon mal gelöst wurde, warum wollen Sie es denn selber nochmal lösen? Warum bilden Sie nicht Ihr spezielles Problem ab auf ein existierendes Problem und lösen es mit bekannten Mitteln? Das ist meist der the Road to Success. Also wieso soll ich denn hier etwas erfinden, wo sich hunderte von Firmen seit 150 Jahren Gedanken darüber machen? Also das ist super wichtig. Genau, was wollte ich noch sagen? Jo, nö, reicht eigentlich. Genau, dann machen Sie mal
Machen wir eine zweite Übungsaufgabe. Definieren Sie mal den Begriff Datenbank. Hat schon mal jemand den Begriff gehört, Datenbank, außer wenn ich den jetzt benutzt habe hier? 1, 2, ganz wenige. Super, perfekt, das ist perfekt für die Übung. 5, 6, vielleicht halten Sie sich ein bisschen zurück, wenn Sie schon mal jemand das gehört hat, aber die, die das jetzt zum ersten Mal hören, was ist denn das? Nicht googeln oder so, das kann jeder. Einfach mal so assoziieren frei, was könnte das sein? Was ist eine Datenbank oder was verbirgt sich hinter dem Begriff Datenbank? Ja, Sie? Ich habe Sie nicht gesehen. Ne? Irgendwie sortierte, gleichartige Daten. Also okay, irgendwie sortierte, gleichartige Daten. Ja, alles gut. Da oben? Eine geordnete Datensammlung. Okay. Also wenn ich Verzeichnisse erstelle auf meinem Dateisystem, ist das auch schon eine Datenbank? Ja, ja schwierig, ne? Okay, noch jemand? Wer traut sich? Trauen Sie sich? Die Kunst ist improvisieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Diskussion und da fällt ein Begriff. Alle kennen den, außer Ihnen. Weil das ist immer eine unangenehme soziale Situation. Weil, trauen Sie sich jetzt zu fragen, das ist Datenbank, was meint ihr damit? Ich weiß nicht, was Datenbank ist. Oh Gott, ja. Trauen Sie sich das oder blöffen Sie rüber hinweg? Ja, improvisieren Sie drüber. Das ist viel, viel cooler. Viel, viel cooler, darüber zu improvisieren, weil Sie meistens merken, dass die anderen auch nur improvisieren und keine Ahnung haben. Das ist das Coole, was dann passiert. Ne? Das habe ich schon so oft erlebt. Ja. Also ich bin eher radikal. Ich frage dann, ich grätsch rein und frage direkt bei jedem Begriff, hier, was meinst du damit und so. Und, ja. Aber viel cooler ist, darüber zu improvisieren. Probieren Sie es mal aus bei der Gelegenheit. Das macht echt Spaß. Ne? Also was heißt Datenbank? Also ich habe es nicht gesehen, mal ganz hochheben, das ist so dunkel hier. Ne? Ein Ort, wo man praktisch Daten hinschiebt, auf die man jederzeit zugreifen kann, wenn man braucht. Ja, ein Ort, wo man Daten hinschieben kann, auf die man jederzeit zugreifen kann, wenn man sie braucht. Jetzt kann ich mir wieder sehr gut, sehr schön. Jetzt kann ich mir wieder die Frage stellen, was ist der Unterschied zum Dateisystem? Schwierig, ne? Das ist gleich in grün, oder? Das ist kein Unterschied. Ne, Sie waren schon. Ja, okay, wer kann, noch jemand anders oder sonst ist er dran? Jansi. Ja, mein Betrieb, ja, mein Laptop auch, muss ich ein Passwort eingeben. Ne? Sie, ja, sehr gut. Die Art und Weise, wie man Anfragen stellt, ist bei einer Datenbank anders. Wir haben ja schon gesehen, dass wir bei der Datenbank was mit Schreibfehler haben. Ja, oh, Sie haben aufgepasst, das ist gefährlich, wenn Studierende aufpassen, das ist nicht gut. Ja. Ich hab gezeigt. Richtig, ich habe die Anfragesprache gezeigt und habe gesagt, das hat was mit Datenbanken zu tun. Sehr, sehr gut aufgepasst. Richtig. Könnte ich aber wieder einwenden, wenn es nur Anfragesprache ist, es gibt auch so eine Dateisuche oder so eine Stichwortsuche auf dem Dateisystem, wo ich nach, ja? Die Anfrage ist aber komplexer, die wir haben. Ja, Sie haben aufgepasst, ist gut. Sehr gut. Wunderbar, na schön. Genau, also das wäre natürlich die wortwörtliche Übersetzung, wenn Sie sich überlegen, wenn Sie frei assoziieren. Ja, also das ist typischerweise, was passiert und dafür möchte ich Sie auch warnen mit meinem Vortrag. Sie hören einen Begriff zum ersten Mal und dann versuchen Sie frei zu assoziieren. Denken Sie an künstliche Intelligenz, hatten wir am Anfang. Was ist denn eine künstliche Intelligenz? Irgendwie ist doch jede Informatik, jedes if a größer 42, then, das ist doch eine Art künstliche Intelligenz. Ja, wenn der Sensorwert größer als 25 ist, dann schaltet die Heizung aus. Ist das jetzt künstliche Intelligenz oder ist das Informatik? Ja, da kann man frei assoziieren zu diesen Begriffen. Und Datenbank ist genauso was, wo man sagen kann, das ist eine Bank, wo ich Daten ablege. Oder ich kann Bank interpretieren als Finanzinstitut, ja, wo ich Geld ablege, wo ich Geld hinbringe, wie auf dem Sparbuch. Dann könnte ich auch das darunter verstehen. Aber das Problem ist, dass das, was eigentlich Datenbank ausmacht, überhaupt nicht skizziert wird damit. Ne? Also da sind also zum Beispiel Blockchain, würde ich fast sagen, ist ein Teil von Datenbanken, obwohl das ganz anders verkauft wird. Machen wir nochmal einen. Machen wir Data Science. Hatten einige von Ihnen schon gehört, dann definieren Sie doch mal den Begriff Data Science. Ich würde sagen, eine Minute, denken Sie mal alle nach, vielleicht mit Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin.
Und dann schlagen Sie mal eine Definition für den Begriff Data Science vor. Okay, Vorschläge. Da hinten, ja. Dass man zum Beispiel aus Daten, die man schon hat, weitere Daten herausfinden oder ableiten kann. Ja, dass man aus Daten, die man schon hat, weitere Daten herausfinden und ableiten kann. Sehr schön. Sie? Der Data Scientist ist dann der irgendeinen Stapel Informationen bekommt, dann entscheiden muss, was davon wichtig ist und irgendeine Magie anwendet und am Ende die eine Sache rausbekommt, die man hat. Ja, der Data Scientist ist ein Stapel, der Informationen bekommt und dann irgendeine Magie anwendet und dann herausfinden muss, was man davon haben will. Das ist so ein bisschen wieder dieses Bild von am Anfang. Ne? Das ist ein bisschen der Magier, da sind die Daten da unten und ich mache Simsalabim und kriege dann irgendwie was Tolles raus. Ne? Ist okay, ist gut, alles gut. Da war nichts Falsches dran an dem, was er gesagt hat. Weiterer Vorschlag, Data Science. Ich glaube, Sie waren noch, ja. Eine Teilmenge der Informatik sich mit seiner Datenbank beschäftigt. Schön wär's. Ja, sehr guter Vorschlag, super. Also wunderbar, eine Teilmenge der Informatik, die sich speziell mit Datenbanken beschäftigt. Nee, dieses Gebiet heißt Datenbankmanagementsysteme. Das ist das, was ich vertrete. Aber es gibt noch viele andere Gebiete, die in diesem Bereich Data Science eine Rolle spielen. Andere, ja? Wir haben viele Daten und wir brauchen eine irgendeine sinnvolle Sache, um die Daten herleiten. Zum Beispiel, wir können Algorithmen benutzen, um irgendeine sinnvolle Sache zu finden in unserer Daten. Ja, genau. Das ist auch, geht in die richtige Richtung. Warte mal, ich mache mal kurz zurück zu der Folie, wo wir eben waren. So. Also wir versuchen aus den Daten mit Hilfe von Algorithmen andere Sachen herzuleiten. Ja, ist auch eine sehr, sehr generische Definition. Noch jemand? Da hinten, ja? Ja, Daten analysieren und vielleicht Zusammenhänge erkennen. Daten analysieren, Zusammenhänge erkennen, sehr gut. In jedem Fall geht das in die richtige Richtung. Noch einen letzten Versuch. Also wenn man sich das Gebiet anguckt, dann sieht man, dass da ziemlich viele unterschiedliche Methoden sind. Oh, hier ist eine, mal stehen geblieben. Zack. Also letztendlich geht es darum, Daten zu analysieren, das ist richtig. Es geht darum, Wissen zu extrahieren aus Daten, es geht darum, Einsichten zu gewinnen. Das sind aber Allgemeinplätze. Es gibt keine wirklich funktionierende Definition von Data Science. Fragen Sie, das ist immer so ein Zeichen von einem Buzzword. Fragen Sie unterschiedliche Leute, die kriegen niemals die gleichen Definitionen. Bei Data Science ist es genauso, das ist ein Buzzword, da gibt es verschiedene Interpretationen. Aber wenn man versucht, sich dem zu nähern, bekommt man bei sowas raus. Man sieht, es gibt so einen ganzen Kuchen mit, also das Problem ist, wie will ich denn ein Buzzword definieren? Das ist extrem schwierig. Was ich mache ist, ich gehe runter und sage, es gibt verschiedene Methoden, die in diesem Bereich der Datenanalyse eine große Rolle spielen. Einzelne Algorithmen, einzelne Verfahren. Und das Ganze ist wie so ein Riesenkuchen. Ja, da gibt es irgendwas, das heißt Deep Learning, das haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwie neuronale Netze, das ist ein anderes Wort dafür, Datenintegration, Skalierbarkeit, autonomes Handeln, so ein Roboter, der handelt autonom. In Datenbanken, da spielt SQL, das ist unsere Anfragesprache, nicht relationale Algebra, wie er richtig bemerkt hat, sondern SQL ist noch ein bisschen abstrakter. Oder große Datenmengen spielen eine Rolle, statistische Tests, das ist so ein Riesenkuchen. Worüber Leute reden, wenn sie KI, Machine Learning, Data Science oder Big Data meinen. Und das ist aber ein Kuchen, der hat nicht nur so viele Kuchenstücke, der hat tausende von Kuchenstücken. Das ist ein Riesending, das ist Wahnsinn. Und was jetzt passiert ist, fragen Sie jetzt mal jemanden, der sich selbst als
jemand aus dem Bereich künstliche Intelligenz bezeichnen. Also ein KIler, fragen Sie mal, wie der das sieht, welche Kuchenstücke zu seinem Gebiet gehören. Das sieht dann so aus. Ja, der sagt, das ist alles meins. Meins, 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 meins. Wie in Findet Nemo. Meins, meins, meins. Ich wollte eigentlich einen Filmausschnitt zeigen, ist aber bildrechtlich nicht okay. Meins, meins, meins. Kennen Sie alle Findet Nemo? Ja? Wo dann die Möwen sitzen und immer meins, meins, meins. Ja? Die kommen ja alle von der Seite und wollen den Kuchen aufessen. So, jetzt fragen Sie jemanden aus maschinellen Lernen, welche Kuchenstücke zum maschinellen Lernen gehören. Hat jemand eine wilde Vermutung, wie das aussehen könnte? Ja. Das sieht genauso aus. Ja, richtig. Ja? Sie sagen, dann immer eins, meins. Ich war heute original in einem E-Mail-Thread mit diversen Professoren aus Deutschland, wo wir das gerade diskutieren, das versuchen abzugrenzen, was ist ML, was ist Datenbank, was ist KI. Genau das habe ich heute gehört. Ja? Genau dieses Argument war da in meiner E-Mail drin. So, jetzt fragen Sie jemanden aus Data Mining. Data Mining ist zum Beispiel Jedis Vreken, im Januar hält er einen Vortrag hier, das ist der nächste Vortrag in der Perspektiven, macht ganz tolle Sache im Data Mining. Die sind so ein bisschen bescheidener, die nehmen nicht den ganzen Kuchen, die nehmen nur so drei Viertel. Ja? Das ist ganz nett eigentlich, ich mag die Leute, ich war in London auf der Konferenz von denen, nette Leute. Ja, und wie wollen sie denn da eine Abgrenzung machen? Jeder sagt, das ist meins, meins, meins. Also wie zwar, irgendwo ist jetzt so die Wahrheit dazwischen. So sieht es wahrscheinlich vermutlich aus. Jeder hat so sein gewisses Gebiet, es gibt irgendwie, spielen die alle eine Rolle. Data Management, Data Mining, ML und KI, wie auch immer man das unterscheiden soll, keine Ahnung. Und dann gibt es noch eine Anwendung. Also man will ja nicht Daten im luftleeren Raum analysieren, man will ja zum Beispiel von den Materialwissenschaften Daten analysieren oder aus der Medizin. Radiologie haben Sie vielleicht mal gehört, kann man tolle Sachen mitmachen oder auch andere medizinische Daten. Und von daher ist die richtige Antwort, wie definiere ich Data Science, wie es mir gefällt, wie es Ihnen gefällt, wie es gerade politisch in den Kram passt. Ja, aber wirklich eine kristallklare Definition, wie Sie es jetzt aus der Mathematik kennen oder auch aus der Informatik, vergessen, funktioniert einfach nicht, keine Chance, macht keinen Sinn. Die einzige Methode, die Sinn macht, ist zurückzugehen auf die Methoden, sich ein bisschen zu überlegen. Ja, also Data Management, das sind mehr die Kuchenstücke, da die KIler, die machen mehr so Erdbeertorten, Data Mining, da ist ganz viel Sahne dran und so weiter. Aber mehr kann sie gar nicht machen. Genau. Wow, war ich schnell hier mit den Folien. Ein paar habe ich aber noch. Genau, ich möchte noch eine Folie zeigen, weil wir überlegen gerade, einen Studiengang zu machen, einen neuen Studiengang, Data Science und KI. Das diskutiere ich hier gerade mit Kollegen. Und da ist auch die Frage, wie Sie das zusammenbringen. Ich möchte noch mal eine Sichtweise zeigen, was wir da machen. Immer wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, wenn Sie Daten analysieren wollen oder Sachen automatisieren wollen, kommen Sie irgendwann bei diesen vier Schichten, bei diesen vier Prozess, bei diesen vier Phasen raus. Sie analysieren Daten, Sie bauen irgendeine Art von Modell, dann verarbeiten Sie das Modell und vielleicht wollen Sie auch noch basierend auf dem Modell autonom handeln. Also wenn man sich das im Detail anguckt, sieht das dann so aus. Das müssen Sie jetzt nicht alles im Detail verstehen. Ich wollte es nur einmal gezeigt haben, was es mit den Buzzwords zu tun hat gleich. Also Sie sammeln irgendwelche Daten, dann erkunden Sie die. Ja, was habe ich denn da in den Daten? Mal gucken, sind da interessante Sachen drin? Ist dieses Attribut interessant? Ist jenes interessant? Dann Daten säubern. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. In Daten sind oft Fehler drin. Das sind Messfehler, Interpretationsfehler, Übertragungsfehler oder ein Messgerät misst anders als das andere und dann kann man die nicht einfach zusammenpacken. Das ist ein extrem schmerzhafter Prozess, diese Daten zu säubern. Da muss man die integrieren und so weiter und so fort. Das ist eine riesige Pipeline. Und eigentlich, was ich Ihnen nur zeigen will, ist, dass diese verschiedenen Buzzwords, die wir hier eben genannt haben, dass die verschiedene Bereiche dieser vier Phasen überdecken. Also das, was ich mache als Datenbanken oder Data Engineering, das ist mehr hier vorne. Maschinelles Lernen ist mehr in der Mitte, künstliche Data Science auch. Data Science geht ein bisschen mehr in die Analyse rein, geht aber auch ein bisschen zu Modellen verarbeiten. Und was mit künstlicher Intelligenz eigentlich gemeint ist, ist so ein autonomes Handeln. Also dass wir wirklich hinterher einen Roboter haben, der irgendwie durch die Gegend läuft oder Fußball spielt oder Schlimmeres. Ne? Genau, ja, das ist so das, was ich Ihnen dazu zeigen wollte. Das wäre es zum Thema Buzzwords. Ich möchte Ihnen noch eine Sache, die Sie bei Buzzwords immer sehen, zeigen. Da sind wir auch schon durch. Kennt jemand von Ihnen den Gartner Hype Cycle? Wow, einer kennt ihn. Wieso das denn?
Haben Sie das in der Schule gehabt oder woher kennen Sie das? Sie haben noch die Hand gehoben, oder? Echt, da kam schon eine Ringvorlesung vor. Warum haben wir nicht alle die Hand gehoben? Ohne den Namen. Ohne den Namen, okay. Okay, der, wer nicht kennt, wer war denn schon mal verliebt? Ja, er meldet sich einer, super, okay. Nur, das kann ich sagen, jetzt nur einer meldet, sorry. Also. Alle lachen, nur einer meldet sich. Ist das nur bei Informatikern so? Das kann ich sagen, oder? Okay. Jedenfalls, wenn man verliebt ist oder wenn man eine Beziehung hat, dann kann man das ungefähr so, wenn das so hinmalen. Ja, es ist die erste Begegnung, himmelhoch jauchzend, ja, und dann Schmetterlinge im Bauch. Ja, und Sie sehen den Partner nur in der rosaroten Brille. Der, egal was für Fehler, der Partner hat keine Fehler. Ist alles perfekt, alles super, ne, alles genial. Ne, so wie der Mensch ist einmalig. Ja, das ist so, denn, so ein... Das Glücksgefühl ist natürlich maximal, und, aber auch dieser, es ist ein Gipfel der überzogenen Erwartungen, was Sie in diesem Moment gar nicht sehen. Also Sie denken, das ist so fantastisch, so genial, ja, und das nennt man den Gipfel der überzogenen Erwartungen. Und irgendwann kommen so die kleinen Probleme, ja, dann streitet man sich darüber, also wie ich heute Morgen, ich habe wieder das Altpapier nicht rausgebracht, ja, oder den Müll nicht rausgebracht, oder dieses und jenes nicht gemacht, und ja, dann kommt man so in dieses Tal der Enttäuschung, ja, dann denkt man, oh, nee, das ist jetzt aber... finde ich doch nicht so gut an meinem Partner und das gefällt mir gar nicht. Ne? Das geht dann so fließend dann da über und dann geht es so ein bisschen bergab in der Beziehung. Und dann ist die Frage, ja, wenn es so ganz schlimm wird und sie sich jeden Tag streiten, ob sie da wieder rauskommen und das Ganze entwickeln können in so eine stabile Beziehung. Ne? Das ist praktisch ein Beziehungszyklus. Ne? Warum erzähle ich denen das jetzt in der Informatikvorlesung? Das Ding heißt Gartner Hype Cycle. Warum? Es funktioniert für jeden Hype, für absolut jeden Hype da draußen. Und zwar kann man bestimmte Begrifflichkeiten hierauf abbilden, also zum Beispiel Blockchain, Deep Learnings, komplett überhyped im Moment, ja, da gibt es sehr vorsichtige Hinweise, ja, ist das alles so wirklich so toll, ja, kann man damit alles machen, aber wenn Sie mit diesen Begriffen um sich werfen, dann sind alle begeistert momentan, Big Data ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast, XML ist komplett tot, das war vor 10, 15 Jahren mal, hat jemand gedacht, das wäre eine tolle Idee, ich weiß nicht warum, relationale Datenbanken, das ist was, das kommt aus den 70er, 80er Jahren, das ist etabliert, das funktioniert einfach, Punkt. Ja. Ist halt nicht hip, aber es funktioniert unfassbar gut, ja. Eigentlich für jedes Datenproblem. Genau, also das ist der Gartner Hype Cycle und das ist noch ein weiterer Tipp, den ich Ihnen mit an die Hand geben will. Also Sie finden auch, wenn Sie danach googeln, finden Sie diesen Gartner Hype Cycle auch für die aktuellen Buzzwords. Das können Sie immer machen, wenn Sie unsicher sind. Wenn ein Buzzword neu aufkommt, und es gibt ja jedes Jahr mehrere neue Buzzwörter, Buzzwords, dann können Sie mal gucken, wo das gerade ist. Und wenn es hier vorne ist, dann seien Sie mal vorsichtig. Ja? Wenn es hier vor dem ersten Plateau ist, ganz, ganz vorsichtig sein mit dem Buzzword bitte. Ja? Wenn es dann schon mal hier lang geht, ja, mal gucken, ob es überlebt. Und wenn es aber hier ist, das ist dann wahrscheinlich eine Technik, die tatsächlich irgendeinen Mehrwert hat und funktioniert. Hm? Können Sie gerne mal zu Hause gucken. Gibt es auch eigentlich für alle Techniken gibt es dann eine Platzierung auf diesem Hype-Cycle. Ne? Aber am Anfang sind die Leute blind, genau wie wenn man verliebt ist. Das ist genau das Gleiche. Genau die gleiche Beobachtung eigentlich. Gut, damit bin ich eigentlich schon bei der Zusammenfassung. Das war eine schnelle Vorlesung. Also, was ich möchte, dass Sie mitnehmen, ist, die Wirkung und Macht von diesen Buzzwords, die ist sehr groß. Lassen Sie sich davon nicht blenden. Ich weiß, es ist super schwer, ich lasse mich davon auch blenden. Ich setze es natürlich auch mal ein, ja, für Marketing. Und wenn ich mit Managern reden muss, ich weiß, manchmal muss man das, aber für jede Art technische Diskussion vergessen Sie es einfach. Versuchen Sie nicht, diesen Mist zu definieren. Buzzwords funktionieren einfach vorne und hinten nicht. Wichtig für Sie ist, mehrdeutige Kommunikation erkennen und auflösen. Also typischerweise läuft das bei mir in der Gruppe auch immer so, egal mit welchen Studierenden ich im Raum sitze, Doktoranden, Bachelor, Master, whatever, sobald ein Begriff in der Diskussion auftaucht, der nicht glasklar ist, wo ich das Gefühl habe, dass wir nicht alle das gleiche Verständnis von diesem Begriff haben, dann sage ich, stopp, jetzt reden wir erstmal über diesen Begriff. Was meinst du darunter, was meinst du darunter? Und dann wird er definiert oder wird klar gemacht, was wir darunter verstehen und dann wird er auch so benutzt. Ja, das heißt, diese Mehrdeutigkeiten werden aus dem Weg geräumt und dann klargestellt und die Klarstellung wird dann auch konsequent benutzt. Und das ist der einzige Weg, eine vernünftige technische Diskussion zu führen. So sind Sie effizient in der Diskussion, so kommen Sie voran, so können Sie wirklich eine vernünftige Lösung erarbeiten. Ja, und wie gesagt, diese technischen Lösungen nur entlang der konzeptuellen Dimension entwerfen, erinnern Sie sich an diese Folie mit den drei
mit den drei Dimensionen, niemals entlang der Softwareplattform, niemals entlang der Buzzwords. Das wird heute so oft gesagt, ja, Firmen überlegen sich, sie brauchen eine Big-Data-Strategie. Was soll das denn heißen? Ja? Die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist, wir brauchen eine Blockchain-Strategie. Hä? Ja, dann fragen Sie rein, klären Sie auf, gehen Sie zu den Problemen der Firma. Was sind wirklich Ihre Probleme? Ist das was der CEO auf dem Golfplatz gehört hat? Ja, wir haben jetzt auch eine Blockchain-Strategie. Oh, cool, dann nehmen wir auch eine Blockchain-Strategie, wenn das so cool ist. Oder haben die ein echtes Problem? Und was ist das echte Problem konzeptuell? Und wie können Sie es lösen? Da fängt halt Informatik an, nicht bei irgendwelchen Buzzwords. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie Fragen haben, ich bin noch da. Dankeschön.